sind unter mir verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt, dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einheit zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich. Mein Führer, und darf nicht sein. Wenn ich diese Schlacht gewinne, dann verspreche ich mir davon nichts für meinen persönlichen Namen, nichts für meinen persönlichen Ruhm. Es ist für die Geschichte. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Windkrone. Nur hier in Berlin, nur hier kann alles gerettet werden. Und den letzten Mann dafür einzusetzen, das ist unsere Pflicht. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mein Führer, und darf nicht sein. Welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Dann entblößen wir die Westfront. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Kompliment. Führer, ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben, Berliner Frontstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten. Was macht Sie denn so sicher, dass die Alliierten mit Ihnen verhandeln wollen? Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, meine Damen. Sie gekommen sind zwar mitten in der Nacht. Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Thank you.
Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das war ein exakter Gebrauch. Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Das sind doch alles ohne Fragen! Wir müssen jetzt handeln! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Dass diese kulturlosen Besten Europa überschwemmen. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Bringen Sie mir Fegelein! Fegelein! Da hat uns alle nur unser Schiff weg. Wir müssen jetzt handeln! Ein Befehl! Haben wir Ihre Chance gespielt? Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist in zwei Deutschen Haufen! Niederträchtige, treulose Feigling! Das ist richtig, und wenn ihr so gefangen habt, wie geht's dann weiter? Halt! Nur um zu lernen, wie man Messer Gabel hält! Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Richtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Die Logik wird verlaufen. Um sich zu autorisieren, behauptet er, krank! Ja, vielleicht schon! Führer, die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Reserven sind nicht mehr vorhanden, eine Versorgung aus der Luft findet nicht mehr statt. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Im Norden steht der Russe kurz vor der Weidendammer Brücke. Im Osten am Lustgarten, im Süden am Potsdamer Platz, im Westen im Tiergarten. 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Mein Führer, du von der Berlin wird eingeschaltet. Das ist doch was hier. Das ist hier noch ein schöneres Geschenk.